Ja, das ist mit dem Pferd verstehe ich auch nicht so ganz, aber man sagt, im antiken Griechenland hat ein General sein Pferd geopfert. Wenn er zum Beispiel eine Niederlage hatte oder einen Sieg hatte, hat er sein Pferd den Göttern geopfert. Könnte deshalb ein Pferd gewesen sein. Aber das weiß man ja sowieso nicht so genau, ob es den Krieg überhaupt gab. Was die Odyssee angeht, von Odysseus, die 10 Jahre ging, den er sich immer wieder verfahren hatte, da habe ich ja vor kurzem eine Dokumentation gesehen, so dass die Wissenschaft zwischenzeitlich davon ausgeht, dass es die Odyssee unter Umständen sogar gegeben hat. Also, weiter geht's. Sei gegrüßt. Allmählich mache ich mir Sorgen. Odysseus sollte längst zu Hause sein und er ist nicht der einzige unserer tapferen Griechen, der vermisst wird. König Menelaos und die schöne Helena sind ebenfalls nicht nach Sparta zurückgekehrt. Ihre Heimatstadt ist in ihrer Abwesenheit verfallen. Wenigstens habe ich Kunde von Odysseus Verbleib, wenn auch keine besonders ermutigende. Zuletzt wurde er beim Sturm auf die Insel Ismaros gesehen, die von Leukos regiert wird. Ismaros freilich steht noch. Und mir wird bang beim Gedanken, der tapfere Odysseus könnte in dieser Schlacht gefallen sein. Ich flehe dich daher an. Du solltest Truppen nach Ismaros senden, dich bei Leukos nach meinem teuren Gemahl erkundigen und dann dafür sorgen, dass die elenden Trojaner unsere schöne Stadt nie wieder bedrohen. Agamemnon, unser tüchtiger Feldherr, hält sich immer noch in Tenedos auf. Vielleicht kann er uns behilflich sein. Bis dahin sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass Odysseus noch lebt und alles in unserer Macht Stehende tun, um ihm die Heimkehr zu erleichtern. Bitte achte darauf, dass die Zuflucht des Hermes gebaut wird. Vielleicht erbarmt sich der leichtfüßige Gott meines Gemahls und beschleunigt sein Fortkommen. Ich kann dir nicht genug für deine Hilfe in der Stunde meiner höchsten Not danken. Deine Base, Penelope. Was heißt denn nicht Base? Deine Base. Müsste ich mal googeln, gestroffen. So, also für Truppen brauche ich eine Armee. Für eine Armee brauche ich Luxuswohnhäuser, die kann ich hier hinten bauen. Oder auch da hinten bauen. Ich weiß es nicht. Ich bin Hermes, wer mich verehrt, dessen Greetings Bruder from Hermes, jawohl. Passt. Weil ich könnte es jetzt, wie gesagt, hier hinten bauen oder da hinten bauen. Aber ich könnte hier hinten auch wunderbar Tempel hinklatschen. Ich könnte auch hier vorne einen Tempel hinklatschen. Wenn wir momentan haben, sowieso noch einen Tempel. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Happiness Monument. Na gut, ich würde sagen, wir machen erstmal da hinten Dinger. Ja. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. So, wie machen wir das jetzt am besten? So, hier vorne kann ich ein Lagerhäuser hinbauen, ne? Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen.
Rüstung und Wolle. Wolle, 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 Wolle. Der Schweiz, die Rüstung rein. Hier, also hier können wir nur verkaufen. Ne? Hier können wir einkaufen und verkaufen. Wolle zum Beispiel. Wolle tun wir ja schon einkaufen. Ne? Dann gibt es hier noch Marmor. Auch sehr wichtig. Und hierhin können wir sogar Olivenöl verkaufen. Also wenn wir mal Olivenöl überhaben, können wir Olivenöl verkaufen. Ne? Wenn wir mal überhaben. Ne? Tut mir im Herzen weh, das hat mir jetzt im Herzen weh getan, diesen Handelsposten zu löschen, ohne Scheiß. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Der war ja voll mit Oliven, die ich so gesehen weggeworfen habe. So, drehen wir die Geschwindigkeit nochmal hoch. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. I'm Hermes. I'm Hermes. Worship me. And so your cities will taste my speed. Ohne Scheiß. Mein Englisch ist für den Arsch, aber komplett. Englisch ist wirklich total für den Arsch. Haben Sie je stabilere Gebäude gesehen? Archimedes wäre stolz. Unruhe in der Stadt? Halt die Klappe, hier ist alles friedlich. Heureka, ich habe die beste Stadt mit dem fähigsten Herrscher. Ich bin Hermes, wer mich Was glauben Sie, wer ich bin? Odysseus? Wie lange soll ich denn noch reisen, bis ich ans Ziel komme? Und wo ist Kalypso? Was will denn der mit Kalypso? Da wo ich herkomme, ist ein Spiele-Publisher. Der nächste.
Dagonda. So, für die nächste Stufe brauchen sie natürlich Olivenöl, ne? Ja, so. Man muss es so sehen, die Dinger sind so groß wie ein Die Dinger sind so groß. Wie ein Besteich. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Was die allerdings an Ansprüchen haben, das kann man sich nicht so richtig vorstellen, ne? Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Ansprüche sehr, sehr hoch sind und dass das nicht auf jeden Fall nicht so einfach ist. So. Also jetzt, zum Teil, wo diese diese Fischteiche stehen, machen wir Häuschen hin, ne? Häuschen von denen, ne? Lebensmittel, Wolle, Öl, Waffen, Wein. Das sind Sachen, die sie immer brauchen. Immer. Ohne diese Güter braucht man das gar nicht versuchen, hierher zu kommen, ne? Erst mal kurz gucken, ob das auch klein aufgeht. Nicht direkt, aber... Passt schon. Irgendwie. So zum Beispiel, ne? Natürlich, diese Denkmäler hier, die bringen viel mehr als die normalen Fischteichs, ne? Fischteichs. Das ist auch wieder so ein... Ja, da hinten ist es nicht, ist nicht attraktiv genug, die Stadt, ne?
bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Noch ein paar schöne Olivenbresten hierher. Damit wir denen auch Olivenöl zur Verfügung stellen können, wenn sie es brauchen. Irgendwie läuft es mit der Olivenproduktion nicht so richtig, oder? Weil nur dieses Lager hier vor. Naja, klar, völlig. Die füllen erstmal die Lager, die näher sind als das, was weiter weg steht. So Leute, ich mache dann aber mal ganz kurz eine Pause und bin dann gleich wieder für euch da. Bis gleich, Leute.